Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem Oktober-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein Oktober gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig, worauf ist der Fokus zu legen? Oder aber auch vielleicht, was ist am besten, ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann im Oktober. Ein innerer Ruf wird immer stärker. Licht. Nebel. Lichtnebel. Du nimmst Auren wahr. Hell, immer heller. Du bist magisch von diesem Licht angezogen. Wie die Blätter der Bäume im Herbst fallen, um in den Winterschlaf zu gehen. So entledigst du dich energetisch, wow, dem, was dich heute nicht mehr definiert, um dich neu zu definieren. Du bereitest dich vor. Sie sagen, auf eine kleine Innenschau. Nicht, dass du dich von der Außenwelt abgrenzt, abwendest. Nein, doch du bist bereit, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben wirklich ganz, ganz tief nach innen zu schauen. Bereit, die innere Wahrheit, die eine innere Wahrheit zu finden, zu erkunden und erforschen. Der innere Ruf, der immer lauter wird. Du bist bereit, ihm zu folgen und Schmetterlinge im Oktober. Ja, du bist bereit für die neue Aufgabe. Die Transition. Eine schwere Geburt. Doch nun stehst du da. Transformation. Herzlich willkommen. Die Unruhezustände, mit denen du dich die vergangenen 2 Jahre beschäftigt hast. Viel durftest du erkennen, sofern du bereit dazu warst. Und unterm Strich mit einem Schmunzeln, lieber Wassermann, wirst du dir selbst etwas eingestehen. Der Oktober, ich höre Friends Forever. Gut möglich, dass du alte Freunde wieder triffst. Und etwas pulsiert.
Das Licht pulsiert. Lichtfrequenzen. Der Kosmos. Du erkennst deine Aufgabe in diesem Kosmos. Im grenzenlosen Kosmos. Du bist verbunden. Wende dich im Oktober der Erde zu, die sich auf den Winter vorbereitet. Lerne. Sauge ihre Weisheit auf. Zurück zu deinen Wurzeln. Zurück zu deinem Ursprung. Verbundenheit, Licht, ein Magnet der Fülle, dein Weg. Liegt vor dir. Du weißt, in welche Richtung zu gehen ist, in welche Richtung du gehen möchtest. Du lässt Revue passieren. Bei manch einem kann zwischenzeitlich ein schlechtes Gewissen entstehen. Sich selbst gegenüber, warum man so lange nicht auf sich selbst gehört hat, auf die Intuition und warum der Ruf jetzt nicht nur ertönt, sondern schreien muss. Schauen wir uns die Hauptenergie, die dir zur Verfügung steht, die Hauptenergie vom Wassermann im Oktober. Zwei Karten. Wow. Die Weisheit, die Intuition und das Rad des Schicksals. Du wirst den Oktober rocken, nicht er wird dich rocken. Du wirst wissen, tagtäglich mit immer mehr Selbstsicherheit, Selbstbestimmtheit, was zu tun ist. Im Oktober rennst du deinem Glück entgegen und nicht wie in den letzten Jahrzehnten von deinem Glück weg. Zeit spielt für dich eine Rolle, doch du lernst dich aus der Zeit herauszunehmen. Etwas Rundes Gemasertes spielt eine große Rolle im Oktober. Du legst die Stoppuhr zur Seite. Vom 2. bis 10. Oktober wirst du gesegnet sein mit Inputs, Insights und wunderbar herrlichen Ideen. Schreibe auf. Denn diese Ideen, um sie zu verwirklichen, ja, ein bisschen Effort ist schon gefragt von dir. Doch sie bringen dich weit, weit. Endlich
erkennst du die Zusammenhänge? Endlich bist du bereit, die Arme auszubreiten, die Segnungen zu empfangen und ich höre die Welt als Kugel ist nur ein Fragment dessen, was vorhanden ist. Was auch immer diese Information für dich bedeuten mag. Beginnen wir mit dem Tarot. Gehen wir ins Detail. All das, lieber Wassermann, wo du das Gefühl hattest, es hakt. Im Oktober steht all dem nichts mehr im Wege. Freie Bahn, freier Lauf, alles fügt sich. Das Glück hat dich geküsst. Du bist nicht aufzuhalten. Du verspürst eine Kraft, Gottes Kraft. Sei nicht ungeduldig. Alles kommt zu dir zum richtigen Zeitpunkt, wenn du bereit bist, es anzunehmen, aber nicht nur, sondern es auch anzuwenden. Ein Buch. Ich höre ein Buch mit 7 Siegeln. Ausschlaggebend. Ein Wasserzeichen, insbesondere Fisch oder Skorpion. Bedingungslos, abwartend, Sicherheit gebend. Stille. Abwartend. Du verschweigst etwas. Ein Vorhaben, ein Plan. Ass der Münzen. Das Universum bereitet dir den Weg, doch das Tageslicht ist heller. Sehnsucht? Gemeinsame Pläne.
Gut möglich, dass du dich nicht genug unterstützt fühlen wirst. Doch sehe es an, du kannst jetzt alleine laufen. Das Universum stellt dich vor eine Entscheidung. Du wirst dich schnell entscheiden. Vorsicht davor, nicht übereilt zu entscheiden. Denke dran, der Oktober ist für dich ein Monat, wo deine Intuition ganz klar spricht. Wir machen weiter im Extended, lieber Wassermann. Gehen wir ins Detail. Bis gleich. Ich warte auf dich. Ich freue mich auf dich. Ciao.